So, eine überschüssige Squad of the Town Bottle. Die können wir hier hinwerfen. I sense a soul in search of answers. So, Book of Holy Bolt kann weg. Scroll of Infravision. Mana Potion. Telekinesis und Feuer. So. Kleine Schatzhaufen da unten in die Ecke, bitte. Das heißt, ich gucke erst wegen Garbat. Nein, ich bringe Griswold erst den Stein. Let me see that. Aye, it is as I believed. Give me a moment. Here you are. I arranged pieces of the stone within a silver ring that my father left me. Ah, I hope it serves you well. Well, what can I do for you? Jetzt kann ich mit den Leuten auch über Wailer reden. Also ja, noch einen Ring. Wir haben ja noch einen Ringslot. Hello, my friend. Stay a while and listen. So. Was macht der Ring? Plus 2 zu allen Attributen ist sehr gut. Fast Hit Recovery ist auch sehr gut. Und ja, der Leitradius und die Trap-Sache sind eigentlich relativ nett. Und ja, ich werf mein Zeug einfach im Dorf ab. Wow, what can I do for you? So. Er hat hier leider Gold Longbow. Chance zu Hit? Nicht wirklich. Weil wir haben ja hier einen, der Dexterity macht. Der ist besser. So, erstmal. Erstmal mit den Leuten wegen der Wailer reden. Mal sehen, was sie so zu sagen haben. What ails you, my friend? Missy Feeling? Wailer. It sounds like something I should remember, but I've been so busy learning new cures and creating better elixirs that I must have forgotten. Sorry. Also, Pepin hat vergessen, was Wailer sein könnte, auch wenn er denkt, er müsste es wissen. Can't a fellow drink in peace? Tain isn't what he says. Wailer. Okay, Farnum hat dazu nichts zu sagen. Er findet es todlangweilig. Fangen wir mal Adria, die kennt doch sowieso alles Mögliche. Ich muss übrigens sagen, hier in Diablo 1 finde ich die Ansicht ein bisschen besser, weil hier werden meine Base-Attribute gezeigt und die aktuellen Attribute. Also mit allen Gegenstandsboni. I sense a soul in search. Should you find these stones of blood, use them carefully. The way is fraught with danger, and your only hope rests within your self-trust. Also sie hat mir nur was über die Prüfung zu sagen, nämlich dass ich vorsichtig sein soll, weil sie gefährlich ist. Gut. Was ist mit Griswold? Was der was über Wailer? Wow, what can I do for you? The armor known as Valor could be what tips the scales in your favor. I'll tell you that many have looked for it, including myself. Arcane hid it well, my friend. And it'll take more than a bit of luck to unlock the secrets that have kept it concealed all these many years. Also ja, Wailer ist eine Rüstung, sagt er, die gut versteckt ist. Kane? Hello, my friend. The Gateway of Blood and the Halls of Fire are landmarks of mystic origin. Wherever this book you read from resides, it is surely a place of great power
Legends speak of a pedestal that is carved from obsidian stone and has a pool of boiling blood atop its bone-encrusted surface. There are also allusions to stones of blood that will open a door that guards an ancient treasure. The nature of this treasure is shrouded in speculation, my friend. But it is said that the ancient hero Arcane placed the holy armor Valor in a secret vault. Arcane was the first mortal to turn the tide of the Sin War and chase the legions of darkness back to the burning hells. Just before Arcane died, his armor was hidden away in a secret vault. It is said that when this holy armor is again needed, a hero will arise to don Valor once more. Perhaps you are that hero. Ja gut, Kane hatte viel zu sagen über die Legende der Rüstung, dass sie jemandem gehört hat, der den Sin-Krieg, den Sin-War, sehr beeinflusst hat auf der Seite der Menschen. Und ja, sehr viel Gefasel über uralte Orte, versteckte Schatzkammern und so. Greetings, good master. Welcome to the tavern. Every child hears the story of the warrior Arcane and his mystic armor known as Valor. If you could find its resting place, you would be well protected against the evil in the labyrinth. Ja, er meint, wenn ich Valor finde, dann habe ich einen guten Schutz. Was ist mit Good day. Gillian? How may I serve? The story of the magic armor called Valor is something I often heard the boys talk about. You would better ask one of the men in the village. Ja gut. Sie sagt nur, dass die Männer hier im Dorf das die Legende besser kennen als sie. Und ja, Wirt besuchen wir recht selten. Wir können ja mal gucken, was Neugier sind, was Wirt so in seinem Zeug hat. Over here! You intend to find the armor known as Valor? No one has ever figured out where Arcane stashed the stuff. And if my contacts couldn't find it, I seriously doubt you ever will either. Ja, er meint, wir werden Valor niemals finden. Was hast du denn? Gar nicht falsch, John. Okay. Nee, danke. Also hat sich voll gelohnt. Wirt hat meistens nämlich wirklich nur einen Gegenstand, der meistens sehr nutzlos ist. Ganz selten kommt mal was Gutes bei rum und dann ist es auch noch sauteuer. Ja gut, Valor können wir uns besorgen, sobald wir Ebene 5 abgeschlossen haben. Wenn wir sogar mit einer Scroll of Identify identifizieren. So, jetzt aber erstmal. Oh, die Fässer hier haben wir vergessen. Jetzt aber erst einmal Garbat abschließen. Also ja, die Stone Quest ist schon mal weg. Ja, und Valor gehört mal wieder zu ihrem eigenen Questpool aus drei Quests. Ich bin da mal gespannt, welche der anderen beiden Quests wir sehen. This too good for you. Very powerful. You want, you take. Ja, und Garbat verrät uns natürlich. I'm not impressed. Ja, und droppt einen Flegel. Der Flegel. Ja, wir sind nicht beeindruckt. Also ja, Garbat hat sein Wort so halber gehalten. Er hat was sehr Mächtiges erstellt, wollte es uns aber nicht geben. Also mussten wir ihn doch abbussen. Womit wir leben können, ist ein Boss weniger. So, jetzt erstmal hier oben weitermachen. Also erstmal um den Raum hier rum. Wo schon noch Mana?
hier keiner drin? Ja, und das finde ich nervig, wenn sie da die Angriff machen, mit dem sie mir ins Gesicht springen, so halber. So, das sieht nach einem größeren Raum aus. Und hier drin war die... Oh, Potion of Full Healing. Hier drin war ja die Todes-Schwadron. Ach, Goatschwein. Summer Weekend ist One Growth Strong. Wäre ich ein... Warrior wäre das nicht schlecht gewesen, weil der Schrein, also die Fähigkeit des Schreins ist, ein Attribut zu stärken und die anderen, also um 5 Punkte stärker zu machen, die anderen 3 um jeweils einen Punkt schwächer zu machen. Ich kriege also 2 Punkte zusätzlich hinzu. Der hier jedoch wird mir immer Stärke geben, was mir nichts bringt. Und ja, ich weiß, auf der einen Seite ist das jetzt ein bisschen cheaty, dass ich da vor dem Goatschwein gespeichert habe und geladen habe, weil dann bin ich das gebracht hat, was ich wollte. Wow. Okay. Und ja, ihr seht, Artillerie, also Fernkämpfer, böse. Und ja, Blinks, die blinken sich hinter mich. Säbel. Sagt mein Charakter. Huh? Bald ein Level up wieder. Dann sollten wir auch das Level haben, was wir brauchen. Um die Chambers of Blood, also Weller, zu kriegen. Ja, genau. Das sind Blooms. Keine Blinks. Das heißt, die porten sich nicht. Wow. Genau, komm raus hier. Dass ich dich um den Haufen ballern kann. Genau das wollte ich erreichen. So. Mehr Dexterity. Immer gut. Und ja, da beschießt mich auch wieder was ganz böse. Ja, als Nahkämpfer hat man zum Beispiel gar keine andere Möglichkeit, als sie durch Türen zu locken. Ja, und der da haut gut zu. Wow. Thank you.
Wow, okay, er haut arg gut zu. Oh, das ist verdammt schwierig zu treffen auch noch. Letztens Shots darf fallen. Seht ihr, wie schnell man seinen Herfpotz verlieren kann? Durch einen Boss, sag ich mal. Ja gut, ein paar Skelette sind jetzt kein solches Problem eigentlich. Geldkiste ist immer gut. Ja, das heißt eigentlich nur noch der Raum. Oh, noch eine Mana Potion. Die nichts taugt, brauchen wir nicht. Book of Healing. Sehr schön. Jetzt können wir jederzeit heilen. Book of Lightning. Ja, das ist eigentlich ein Blitz. Also nichts, was wir brauchen, sondern was wir verkaufen können. So, und damit sind wir eigentlich auf der Ebene fertig, bis auf Wailer. Oder Weller. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in die Stadt. Und ja, 20 Mana kostet der Zauber. Können wir, glaube ich, 21 Mana, okay. Ah ja, wir regenerieren ja langsam Mana, oder? Nee, stimmt, wir regenerieren gar keinen Mana. In Teil 1 regeneriert man keinen Mana, hab ich vergessen. So, jetzt erstmal die ganzen Potions of Healing hier einsacken. Und eine Scroll of Healing. Die beiden identifizieren. Verkaufen. Ne, wir regenerieren kein Mana. I sense a soul in search of answers. So. Potion of Mana und Book of Lightning. Oh, der Short Stuff, den müssen wir bei ihr verkaufen. Das ist jetzt unpraktisch. So, wieder mehr Geld, das wir im Dorf hinterlassen können und sich keiner daran vergreift, netterweise. Yay. Yeah. Ich meine, das ganze Dorf ist ja arm dran eigentlich. Hello, my friend.
Stay a while and listen. Und trotzdem sind alle ehrlich. Ich habe nicht genug Gold. Ja. Well, what can I do for you?